Auch oder mit oder ohne Mikrofon? Wunderbar. Also recht herzlich willkommen zum Vortrag, die Marken, die wesentlichen Assets im 21. Jahrhundert. Sie sehen, es dreht sich alles um die Marke. Noch einmal recht herzlichen Dank der Fachgruppe Niederösterreich, dem Herrn Enzelmüller. Ich glaube, das ist eine tolle Sache, die er auf die Beine gestellt hat. Auch die Medianet, dem Herrn Leitenmüller, er ist ja bei uns auch Kuratoriumsmitglied im European Brand Institute. Es ist ganz wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich möchte es hier ein bisschen einführen in folgende Bereiche. Jetzt erst einmal das Phänomen Marke generell, dass wir wissen, wo kommt es her, warum ist das so wichtig. Dann einen Einblick geben in die Markenszene in Europa. Auszüge aus der europäischen Markenwertstudie, aus der österreichischen Markenwertstudie, Analysen und Erkenntnisse. Und dann kurz streifen das Thema Markenbewertung, Status quo, was gibt es für Möglichkeiten, für Verfahren und was hat das mit Kreativität zu tun? Weil, wie ich schon gesagt habe, Kreativität, ganz, ganz wichtig, Werbung sind Investitionen in die Marke, werden nur bilanzielles Ausgaben gesehen. Gut, zu kurz zu uns, zum European Brand Institute, was machen wir? Wir fördern einerseits das Bewusstsein für die Marke, wir gehen hier einen europäischen Weg. Es gibt einen europäischen Weg im Markenmanagement. Sie werden das dann sehen. In Europa arbeitet man mehr mit Portfolio-Marken. In Amerika mehr mit Single-Brands. Das heißt, wir sind sehr spezialisiert auf die verschiedensten Markenportfolios. Wenn Sie denken im Consumer-Goods-Bereich, wenn Sie Bierfirmen sich anschauen, Bier ist sehr, sehr regional. Ja, in Amerika haben sie die großen Brands wie Coors und Budweiser und so weiter. In Europa haben sie viel, viel mehr Marken, die auch das Regionale in Europa fördern. Wir betreiben aktiv Markenwertforschung, das werden Sie auch dann sehen in unseren Studien. Wir implementieren das Markenmanagement, aber auch hauptsächlich beschäftigen wir uns mit Markenwertgutachten. Ich bin auch gerichtlich beide der Sachverständiger, der Herr Enzelmüller war mein Prüfer. So, zur Marke. Das kennen Sie wahrscheinlich, oder? Also dort kennen wir die Marke. Wenn wir einen Blindtest machen, kommt das heraus. Wenn Sie jetzt einen mit offenen Augen den Test machen, schaut das schon ein bisschen anders aus. Das ist eines der wesentlichen Phänomene der Marken. Sie werden das selbst schon erlebt haben. Ich war selbst markenverantwortlich im Sportartikelbereich. Also jedes neue Produkt, ich war im Skibereich, also jede neue Ski, der geht ganz einfach besser. Ja? Jeder neue Tennisschläger, der spielt besser. Jeder neue Golfschläger, der spielt es auch besser. Bis sich das dann wieder ein bisschen ausfäst. Ne? Dann kaufen Sie einen neuen wieder. Das ist die Marke. Vielleicht zum Megatrend. Sie kennen sicher die Kontratriff-Zyklen, wenn wir uns das anschauen. Also hier globale Kommunikation, das war in den 90ern. Jetzt gehen wir in Richtung Wellbeing. In beiden Bereichen, also globale Kommunikation, Sie sind schon mit Ihrer Webseite eine internationale Firma, eine internationale Marke. Hier setzt schon die Differenzierung mit der Marke ein. Und warum jetzt in dem neuen Megatrend Wellbeing? Weil die Marke auch die Komplexität reduziert. Ja, ich sage immer, mit einer Marke haben Sie weniger Kopfweh. Sie wissen genau, wo Sie hingehen, wo Sie hinsteuern, was Sie sich kaufen. Ja? Marken schaffen also Orientierung, sie vereinfachen Entscheidungen, sie bieten Sicherheit und sie erleichtern uns den Alltag. Jetzt ein bisschen schon in die Bewertungsecke zu kommen. Also es gibt zwei wesentliche Dimensionen der Marke. Das sind die verhaltenswissenschaftlichen Dimensionen. Das heißt, Marken sind in den Köpfen der Menschen. Das Asset ist jetzt nicht, sollte in der Bilanz sein, da helfen wir Ihnen, aber eigentlich ist es im Kopf. Es entsteht im Kopf der Menschen. Und Sie beeinflussen Einstellungen und Verhalten. Das können wir ja messen in der Marktforschung. Sie schaffen Orientierung, Vertrauen und was ganz wichtig ist, auch für die Markenbewertung ganz wichtig ist, Loyalität. Wenn Sie einmal eine Marke vertrauen, wenn Sie die positive Einstellung haben, Sie haben das Image, das gefällt Ihnen, dann kaufen Sie das auch öfter. Ja, also Beispiel Red Bull, wenn Sie ein Red Bull-Fan sind, dann trinken Sie das mehrmals am Tag. Und das ist gut für eine Marke, weil dadurch steigern Sie also dort die Umsätze. So, jetzt kommen wir schon zum Ökonomischen. Marken erhöhen die Profitabilität, das heißt in zwei Richtungen. Einerseits
können Sie Umsätze und Deckungsbeiträge erhöhen. Also wenn ich bei dem Beispiel Red Bull bleibe, die Dose Red Bull kostet 1,29 Euro, die Dose Coca-Cola ca. 59 Cent. In der Herstellung wird nicht viel Unterschied sein. Das heißt, Sie bezahlen für was Ähnliches fast das Doppelte. Profitabilität in der einen Richtung, aber auch Profitabilität in kostenseitig, denn Sie haben die Möglichkeit, auch Kosteneinsparungen zu machen. Da nehme ich immer her diese Big Four Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Wenn Sie Studienabgänger haben von der Universität, sind die froh, dass sie überhaupt dort einen Job bekommen, ganz egal, was bezahlt wird. Ja, also die nehmen gerne in Kauf, dass weniger bezahlt wird, aber sie bei einer guten Marke beschäftigt sind. Also in beiden Richtungen wird Ergebnis geschaffen und somit die Profitabilität erhöht. Marken schaffen Wachstum, das heißt, Sie können mit Marken einerseits in einem bestehenden Markt mit neuen Produkten besser wachsen, aber Sie können auch international, also in neuen Märkte, leichter gehen. Und was jetzt ganz wichtig ist, auch für die Bewertung, ist, Sie reduzieren Risiken. Das Risiko fließt ja ein in jede Bewertung. Wenn Sie heute wissen, wie Unternehmensbewertung funktioniert, Sie haben oben den Ertrag, also die Profitabilität, da steht immer irgendetwas von Gewinn oder Deckungsbeiträgen, EBIT oder was immer. Und unten steht etwas mit Risiko. Risiko ist ein Zinssatz. Ja? Je höher dieser Zinssatz ist, umso niedriger ist der Wert. Je niedriger dieser Zinssatz ist, umso höher ist der Wert. Das heißt, je geringer das Risiko ist, desto geringer ist dieser Zinssatz und desto höher ist der Markenwert. Na, wie wird jetzt das Risiko geringer? Da nehme ich immer ein Beispiel aus der Telekom-Branche. Im Telekom-Bereich kennen Sie vielleicht diese Churn-Rates. Ja, wenn Sie heute im Mobilfunk, ist das eine ganz wesentliche Kennzahl, wie viel Wechsel haben Sie? Also wenn Sie hohe Churns haben, schaut diese Kurve so aus. Ja, die Kunden wechseln, kommen zurück und so weiter. Ja, so geht das. Wenn das niedrig ist, schaut es so aus. Diese Kurve ist eine höhere Risikokurve als diese Kurve. Das heißt, für so eine Kurve haben Sie einen höheren Zinssatz, ein höheres Risiko, als wenn die Kunden loyal sind. Und das ist der Einflussfaktor im ökonomischen Bereich. Natürlich ist das zu sehen aus Stakeholder-Sicht, das heißt, die Marke richtet sich ja nicht nur an Kunden, an den Handel, sie geht auch nach innen, an die Mitarbeiter, sie geht aber auch nach außen, an den Kapitalmarkt, an die Gesellschaft und, wie ich schon gesagt habe, hoffentlich bald auch zu den Banken, dass das Thema Marke oder die Marke als Asset auch von Banken akzeptiert wird, für die Kreditvergabe zum Beispiel. Das heißt, Marken sind das Bindeglied, Marken verbinden, was in den Köpfen der Menschen passiert, die Unternehmen vor allem und die Märkte, die verschiedensten Märkte, Produkt- und Kapitalmärkte. Marken und Intellectual Property. Also hier kann man auch Patente sehen, das ist ein Spezialbereich. Ich würde es auch als Unterbereich von Marken sehen, ist zwar ein ganz anderer Bereich, aber wenn Sie heute ein Patent haben, empfehlen wir immer, bitte machen Sie zusätzlich eine Marke dazu. Wenn ein Patent hat eine Ablaufzeit, ja, ungefähr 20 Jahre, eine Marke können Sie ewig haben. Ja. Denken Sie an Aspirin, das Patent ist schon längst ausgelaufen, aber Aspirin, die Marke, die besteht weiter. Was ist da passiert in der Welt? Nicht? Also in vergangenen Zeiten hatten wir sehr stark Asset-basierte Unternehmen. Das heißt, da war die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, hier waren die Maschinen und Anlagen sehr wichtig. Die Menschen waren nicht so wichtig. Das waren eher Produktionsfaktoren, die haben halt dort die Fließbänder bedient. Ja, da war eher Asset-based. Ja, deswegen das A hier, die Gesellschaft. Und hier haben wir Value-based. Hier haben wir die Marken, die Menschen. Heute gehen die Assets des Unternehmens ein und aus oder sie sind in den Köpfen ihrer Kunden. Sie haben es nicht mehr in den Maschinen und Anlagen. Das ist der große Wechsel. Der große Wechsel in der Wirtschaft von Tangible zu Intangible. Das sieht man auch an den Kapitalmärkten. Ungefähr 70% der Unternehmenswerte der S&P 500 Unternehmen sind Intellectual Property, also Marken hauptsächlich. Ja, 70% der Unternehmenswerte im Durchschnitt sind Marken. Muss man sich vorstellen. Ja. Es gibt auch eine Unterscheidung, also je nach Industrien. Im Konsumgüterbereich kann das bis zu 95% sein. In der produzierenden oder in der Stahlindustrie zum Beispiel sind es nur 10%. Warum? Je mehr Kunden sie haben, umso mehr, und je öfter sich das dreht, umso mehr ist die Marke entscheidend.
wenn Sie heute den Fössstahl in einem BMW drinnen haben, wissen Sie das gar nicht. Ja, da haben Sie auch weniger Kunden. Wie kann man das lösen? Beispiel Intel, nicht? Intel Insight, klebt es da drauf und Sie wissen, also weil Sie draußen lesen, was drinnen ist, ja? Das heißt Ingredient Branding heißt es dann. Das wäre auch eine Antwort, hier ein bisschen stärker Richtung Marke zu gehen. Aber also man sieht das auch am Kapitalmarkt. Gut, also vielleicht kurz zum Überblick jetzt über die europäische Situation. Wir machen ja diese Studie jährlich und wir analysieren ja mit 24 Ländern, 16 Industrien, 3000 Brand Corporations. Wieso sagen wir Brand Corporations? Ja, weil, wie ich eingangs gesagt habe, Europa arbeitet mit Markenportfolios. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, sich nur eine Single Brand anzuschauen, wenn Sie heute mit vielen Marken arbeiten. Wir analysieren die Portfolios der Firmen, das heißt die Gesamtfirma, was in anderen Studien nicht so der Fall ist. Wir schauen uns immer an die Corporations, doch aber auch die Einzelmarken, um hier einen Bezug herzustellen. Wir haben Länder, Industrieanalysen, Details können Sie auf unserer Website sich anschauen. So schaut es aus. Also Nokia 35 Milliarden Euro, also das sind schon ganz gigantische Werte. Das ist ungefähr so viel, wie die Top 10 Marken in Österreich wert sind. 238 Milliarden Euro, die Top 10 Marken in Europa. Österreich hat ein BIP von 250. Ja? Also Sie sehen, das sind schon ganz gewaltige Wirtschaften. Nur die Marken, das sind nicht gerade die Unternehmen, sind nur die Marken, was das bedeutet. Die Firma InBev ist die belgische Bier, also Getränkeunternehmen, die haben jetzt Budweiser gekauft, also Budweiser, die amerikanische Marke, ist da drinnen allein mit 8 Milliarden. Also Sie sehen, wie gut eigentlich Europa ist, dass Europa so die amerikanische Marke kauft. Ja? Und wir setzen auf das europäische Markenmanagement. Wir glauben, dass in Europa wirklich mit diesen vielen Regionen, Europa der Regionen, denken Sie an Italien, an Olivenöl, an schottischen Whisky, an österreichische Gastronomie. Also da ist sehr viel da und das sollte man stärken und wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten. Europa, das ist Österreich, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das wird immer im Juli präsentiert. Die wertvollste Marke Österreichs, Red Bull mit 12 Milliarden Euro. Dann haben wir die Nummer 2 und 3. Die Nummer 4 ist Raiffeisen. Diese vier sind unter den Top 100. Wolfgang, jetzt hilf mir. Der Herr Zankl, unser Chefanalyst, der macht, wenn Sie Fragen haben, dann können wir nachher noch reden. Red Bull ist 17. Raiffeisen ist 98. Ja. Und da sind wir so 90 und 76. Ja, also da bewegt sich Österreich in den Top 100 Europas von 17 bis 98. Sie sehen 34 Milliarden, also ungefähr so viel wie ganz Nokia. Aber trotzdem ganz, ganz wichtige Werte. Wir haben auch in Europa eine ganz gute Position, denn man muss das eigentlich, wenn man es vergleicht, in Relation setzen zu dem BIP des Landes oder zum BIP pro Kopf. Da komme ich dann noch dazu. Vielleicht noch zu der Verteilung. In Europa, auch ganz interessant, vier Industrien, also Consumer Goods, Telekoms, Finanzdienstleister und Retail, machen aus 53% der Markenwerte. Und wir sagen, das sind so die Branchen des täglichen Lebens. Das brauchen wir alles. Ne? Telefonieren müssen wir heute. Wir müssen irgendwo was einkaufen. Wir müssen was essen. Und wir brauchen natürlich die Bank, wegen wer muss ja das bezahlen. Ja? Da hat es einen großen Wechsel gegeben. Die waren da ganz vorne und sind jetzt da runtergerutscht. Also Financial Services sind immens. Also die Krise merken wir hier ganz extrem. Aber nur so, dass Sie den Überblick haben. Und hier teilt sich das auf. Also Durables, das sind also Gebrauchsgüter, Sportartikel und so weiter, IT, Automotive, Pharma, Health, Luxury. Da oben haben wir Gaming. Da ist Österreich sehr, sehr gut mit den Casinos und mit Novomatic. Das ist eher klein, aber in Österreich sehr, sehr groß. Da sind wir auch sehr stark. Wie schaut das jetzt in Europa aus? Sie sehen die Verteilung ungefähr. Wir haben also ziemlich gleich auf Deutschland und Großbritannien. Das sind so die Leader in Europa. Dann haben wir Frankreich, haben wir Italien, Spanien, Skandinavien dann mit dem Handel, Schweiz auch sehr gut. Aber dann sind wir da Osteuropa, also das ist hier ein Riesenpotenzial.
In Osteuropa ist klar, aufgrund dieser Systeme, die da bis vor 20 Jahren noch waren, hat man überhaupt nicht auf Marken geschaut. Dann sind die westlichen Unternehmen gekommen und haben dort sehr viel Retail, Banken und so weiter gekauft oder selbst aufgebaut. Aber wir sehen dort ein sehr, sehr großes Potenzial für den Aufbau nationaler Marken, weil nationale Marken auch ganz wichtig dafür sind, nationale Identität zu transportieren. Da kommen wir jetzt zu diesem Bild. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es Ihnen näher zu bringen. Da haben wir das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. BPP heißt Purchase Price Parity. Das heißt, Sie können also nicht das rumänische Bruttoinlandsprodukt mit dem österreichischen 1:1 in Euro vergleichen, weil Sie dort also die Güter des täglichen Bedarfs günstiger sind. Das Brot ist dort billiger als bei uns. Also deswegen haben wir da Purchase Power Parity. Und Sie sehen, da hat Rumänien ungefähr 10.000 Euro, was in Wirklichkeit ja nicht so ist, aber auf BPP-Level ja. Das ist klar. Also das Bruttoinlandsprodukt ist ein Indikator für den Reichtum, den Wohlstand einer Volkswirtschaft. Das haben wir jetzt korreliert mit einem Konstrukt, und zwar die Summe der Top-Markenwerte eines Landes, wie wir zuerst gesehen haben, Österreich, die 34 Milliarden, dividiert durch das Bruttoinlandsprodukt des Landes. Damit haben wir den Größeneffekt. Das ist ein großes Land, hat viele Marken. Wenn Sie den absoluten Wert nehmen, wie wir zuerst gesehen haben, ist das natürlich unfair. Das heißt, wir müssen diese Werte dividieren durch die Bruttoinlandsprodukte. Damit haben wir mal eine Verhältniszahl. Und wenn Sie das dann wieder im Verhältnis eben setzen zu dem, sehen Sie hier, das ist eine Korrelation eigentlich. Ja? Also wofür waren das 9%? Ja? Das heißt, Marken schaffen wirklich Wohlstand. Ja? Ist ja auch logisch. Wenn Sie Marken haben, die international sind, bringen Sie diese Markenumsätze, diese Deckungsbeiträge ins Land und die Menschen verdienen dort mehr. Marken schaffen also Wohlstand. Deshalb auch für Regionen, für Nationen sind Marken ganz, ganz wesentliche Werte. Und das sieht man auch für die Regionen selbst. Wir werden ja heute noch einen Vortrag hören über das Land Niederösterreich. Sie werden sagen, was ist denn das da? Wir haben keine Zahlen dazu geschrieben, aber das sind so Indikatoren, wie viel denn eine Marke, eine Regionalmarke, jetzt auch noch Nation Branding, Markenbewertung, das ist wieder eine ein bisschen andere Richtung, aber doch sehr ähnlich, wert ist. Also Österreich ist so viel, dann haben Sie Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und so weiter. Das ist vielleicht noch gar nicht so interessant. Nein, das ist Gesamt. Deswegen haben wir keine Werte hingeschrieben. Die Marke Österreich ist nicht zu verkaufen, aber obwohl es ja Zeitungen gibt, das heißt, wie so heißen. Ist da die Häufigkeit berechnet? Nein, das ist ein, aber vielleicht tun wir Fragen später behandeln. Okay. Ja. Es ist jedenfalls, es ist eine Bewertung, wirklich eine monetäre Bewertung der regionalen Marken, wo ein bisschen andere Einflüsse mit hineinkommen als bei Produkt- und Dienstleistungsmarken. Ja? Aber es kann als Steuerungskriterium herangezogen werden, um nationale und regionale Marken zu stärken und die Werte zu erhöhen. Das geht schon. Ja? Nur verkaufen werden wir es nicht. Und da gibt es auch eine sehr interessante Korrelation, und zwar 99% zwischen den Top 10 Unternehmensmarken einer Region und dem jetzt fiktiven Markenwert dieser Region. 99%. Das heißt, wenn die Region, und das passiert in Niederösterreich sehr stark, Unternehmen hier, deswegen ist der Kongress ja so wichtig, Unternehmen stärkt, Marken im Bundesland stärkt, dann wächst auch die Regionsmarke. Aber auch umgekehrt. Es gibt schon wissenschaftliche Studien, die darauf drängen, dass in Zukunft in Bilanzen ein Bezug genommen wird zur regionalen Marke. Das heißt, Sie müssen einmal dann einen Kommentar schreiben, ich bin niederösterreichisches Unternehmen und das ist in Österreich und in Österreich ist das und das so und so. Sicherheit, Sie wissen schon, worum es da geht. Ja? Der Absender. Also wirklich sehr interessant, da sind wir sehr schon im Trend in der Zukunft, aber hier gibt es auch Zusammenhänge. Gut,
Vielleicht zusammengefasst noch einmal zu dem Überblick in Europa. Europa wird eben durch Portfolios geprägt, das habe ich schon gesagt, also ein viel stärkerer Zugang zu einer Mehrmarkenstrategie, die auch vernünftig ist, die kann man dann ja mal auflösen, aber das ist sehr, sehr gut und wichtig ist auch, dass man einen Regionenbezug herstellt mit der Marke. Also selbst wenn Sie nicht jetzt eine regionale Marke verwenden, sollten Sie mit einer europaweiten oder internationalen Marke einen Regionalbezug herstellen. Da nehme ich mir das Beispiel Raiffeisen. Raiffeisen geht ja mit einer Single-Brand-Strategie, aber wenn Sie in Russland sind, ist Raiffeisen auf Zyrillisch geschrieben. Ja? Die Citigroup macht das nicht. Da steht Citigroup. Also das ist ein anderer Zugang. Ja? Deutschland, das Markenherz Europas, Deutschland hat von diesen 16 Branchen 8 Branchenleader. Das ist unglaublich. Also die Deutschen, wenn sie mal was machen, dann machen sie es ordentlich. Und haben also sehr viele Markenführer, das ist mehr geworden vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Starkes West-Ost-Gefälle, das haben wir schon gesehen, also Riesenpotenzial in Osteuropa, dort regionale und nationale Marken aufzubauen. Die Konsumgüter sind eindeutig Gewinner in der Krise, sehen wir, die Finanzdienstleister, die Verlierer. Also Konsumgüter, der Konsum bleibt, Retail, das bleibt, werden sicher viele von Ihnen auch damit arbeiten. 4 österreichische Marken unter der Top 10 und Marken schaffen Wohlstand, haben wir auch gezeigt, und vor allem Identität auch für Volkswirtschaften. Und da liegt noch sehr, sehr viel dahinter. Deswegen sehr zu begrüßen, dass man sich heute auch mit der Marke Niederösterreich beschäftigt. Und da wird sich noch sehr, sehr viel entwickeln. Gut, jetzt zum Thema Markenbewertung vielleicht noch abschließend. Warum bewerten wir Marken? Was gibt es da für Anlässe? Ja, es gibt im Wesentlichen 3 Gruppen. Ja. Es gibt den internen Grund, das heißt, Sie wollen wertorientiertes Markenmanagement betreiben, Sie nützen den Markenwert als Benchmark, als Steuerungsgröße für Ihre Portfolios, fürs Controlling, vielleicht auch für den Einsatz von Werbung, wie viel Budget soll man da reingeben und so weiter. Und dann gibt es die externen Anlässe. Ja? Sie haben also, Sie wollen was verkaufen, die Marke, das Patent, den Unternehmen. Es gibt auch Rechtsverletzungen, das hilft auch. Also wenn Sie heute Infringement auf Englisch, wenn Sie hier Probleme haben, dann ist es ganz gut zu wissen, na gut, wie hoch war der Schaden einem in einer Marke, tut sich dann der Anwalt leichter. Ja? Etwas einzuklagen, als wenn Sie sagen, ja, der hat mich geschädigt und was, wie viel entsteht da jetzt und so weiter. Das ist davon Vorteil. Und natürlich besonders wichtig die Unternehmensfinanzierung. Hier gibt es Möglichkeiten, Franchising, Lizenzen und natürlich die Bilanzanalyse der Banken. Sie wissen Basel II, nicht? Basel II fließt bei KMUs ungefähr 55% Management ein und dort sollte auch die Marke einfließen, wenn heute die Marke für Unternehmen wichtig ist, weil sie in einer Industrie sind, wo die Marke wichtig ist, dann fließt das auch in eine Basel II-Bewertung ein und dort sollten heute die Banken schon sie besser reden. Wenn diese internationale Norm kommt, dann wird es noch besser. Vielleicht noch generell, was sind so die Einflussfaktoren, wenn Sie eine Markenbewertung machen, was sind so die Grundsätze, die Sie berücksichtigen sollten. Also zuerst müssen wir mal wissen, warum bewerten wir sie, die Marke? Was ist der Anlass? Also ich habe das jetzt auf Englisch hier. Was ist das Motiv? Valuation Motives. Wieso diese Frage? Naja, es ist was anderes, ob Sie heute eine Marke im sogenannten Going Concern bewerten oder ob Sie heute eine Marke im Rahmen einer Verlassenschaft bewerten. Ja? Dann hört es auf, dann geht das Unternehmen vielleicht nicht weiter. Ja? Das sind unterschiedliche Zugänge, ob Sie es heute für eine Börse bewerten, ob Sie es heute nur intern bewerten. Also das ist ganz wichtig, dass man weiß, warum macht man es überhaupt. Dann, wichtig, diese 3 Faktoren müssen einfließen einmal grundsätzlich. Ja? Rechtliche Aspekte, das heißt, wo ist die Marke geschützt, was ist geschützt, Dachmarke, Produktmarke und so weiter, in welchen Gruppen. Verhaltenswissenschaftliche Aspekte habe ich schon gezeigt. Das heißt, wie bekannt ist das, was haben wir für Image, was haben wir für Präferenzen, wie oft kauft man das, wie ist die Loyalität, wie gibt es Cross-Selling-Potenzial. Also alles das Verhaltenswissenschaftliche muss einfließen. Finanzielle Aspekte müssen auch einfließen, haben wir schon gesagt, Deckungsbeiträge, Erträge, Wachstumsraten, Risiken und so weiter. Das muss alles, und das, so wird es auch dann genormt in der Zukunft, in eine Markenbewertung einfließen.
Da müssen Sie definieren das Value Concept, das heißt, ist es ein Actual Use, das heißt, so wie es heute verwendet wird, oder ein Future Value. Ja, Sie können sagen, also ich plane heute Diversifikationen, dann wird ein anderer Wert rauskommen, also Beispiel Caterpillar. Caterpillar hat mit den Maschinen begonnen, jetzt machen sie auch Schuhe. Ja, also Sie können jetzt sagen, wir bewerten nur die Maschinen oder wir bewerten auch das Potenzial, was wir mit Schuhen haben. Damals, bevor sie die Schuhe gemacht haben. Heute sind es beides. Ja. Das ist Value Concept, Economic Lifetime, auch sehr wichtig. Patent habe ich schon gesagt, Patent haben sie eine Lebenszeit 20 Jahre. Auch bei Marken gibt es unterschiedliche Lebensdauern. Eine Unternehmensmarke geht man davon aus, dass unendlich lebt. Bei Produktmarken könnte es sein, dass es kürzer ist. Ja? Das kann sein 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Da muss man aufpassen. Und die Markenfunktion, eben Unternehmensmarke, Line Brand, Product Brand und so weiter. Das muss einfließen. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt kommen die unterschiedlichen Bewertungsmethoden. Ja, es gibt also verschiedene Methoden, die Sie je nach Anlassfall verwenden sollten, vielleicht nur können. Ja. Ideal wäre der Market Approach, das heißt, es gibt eine vergleichbare Transaktion, also die Marke Müller, gibt es eine ähnliche Marke, die heißt Meyer und die ist gestern verkauft worden. Und die sind sich so ähnlich, dass ich sagen kann, na gut, der hat 10 Millionen bekommen, ist meine auch 10 Millionen wert. Ist eigentlich sehr selten der Fall. Man kann hier Analogien verwenden. Und ja, also das wäre aber ideal natürlich. Ne? Findet aber nur nicht statt sehr oft. Kostenverfahren ist klar. Das heißt, was habe ich ausgegeben in der Vergangenheit für eine Marke? Wie viel ist da hineingeflossen? Hier sollten Sie das also aktivieren, das heißt, es wird dann abgeschrieben, diese Investition, über 3 bis 5 Jahre, dann kommen Sie zu einem Wert. Beim Kostenverfahren haben wir natürlich einen großen Nachteil. Ja? Da fließt nämlich die Kreativität nicht unbedingt ein. Nicht? Wenn ich viel ausgebe, heißt es ja nicht unbedingt, dass das auch einen guten Markenwert schafft. Ja? Wir wissen, dass kreative Werbung mehr als das Doppelte an Effizienz bringen kann. Das heißt, das ist hier nicht wirklich gut abgebildet, aber in manchen Fällen ist es vielleicht das Einzige, auf was man sich stützen kann. Multiple Approach heißt, Sie haben hier Vergleiche wie klassisch in der Venture-Bewertung, Sie haben dort Umsatz-Multiples, EBIT-Multiples und so weiter. Wann nimmt man sowas? Gerade bei Firmen, die im Wachsen sind. Ja? Da wird sehr viel investiert und Sie haben negative Verluste. Ja? Sie haben negative EBIT, Sie haben negative Netto Gewinne. Da wäre es natürlich unfair zu sagen, na gut, wir nehmen jetzt das Negative und rechnen einen Firmenwert aus, da kommt nichts raus, ne? Da kommt ein negativer Firmenwert aus. Schwierig, wenn das im Wachsen ist. Das heißt, hier nimmt man dann sehr oft Multiple Approaches. Royalty, da sind wir dann schon sehr beim finanziellen Bereich, das heißt, Sie definieren eine Alternativlizenz. Ja, Sie sagen, okay, wie viel Lizenz könnte ich für diese Marke bekommen und nehmen dann diese Lizenz Cashflow, Sie sagen also, was weiß ich, 5% Lizenz von meinem Umsatz, rechnen das dann hoch mit Ihrer Planung, diskontieren das mit einem markenrelevanten Zinssatz und kommen hier über eine Lizenz auch zu einem Markenwert. Income Approach, das wäre eigentlich das Ideale, das heißt, Sie sollten schauen, wie viel dieses Umsatzes, des Deckungsbeitrages, des Ertrags ist auf die Marke zurückzuführen. Das müsste man herausrechnen, machen wir auch. Und dann diskontieren Sie das wieder mit einem markenrelevanten Zinssatz. Das wäre eigentlich die ideale und kapitalmarktorientierte Methode. Nur, das ist oft sehr schwierig, sehr komplex, auch sehr teuer. Und deswegen machen wir es nicht oft. Also je nachdem, wie groß das ist und in welchem Bereich man sich bewegt. Ja. Das wäre aber das Ideale. Dort geht es auch hin, dort geht auch der internationale Standard hin. Also das wäre so ein Verfahren, das empfohlen wird, dann kommt das. Das wollen wir eher nicht so gern. Das wäre natürlich ganz super, aber das gibt es nicht oft. So, zu dem ISO noch eine kurze Information. Also wir arbeiten hier seit 2007 an dieser internationalen Norm. Ich darf dort Österreich vertreten. Wir haben also in Österreich die erste Norm weltweit zur Markenbewertung entwickelt. Das war 2006. In Deutschland haben wir gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Wir machen gleich eine internationale Norm draus.
Und jetzt hat das Deutsche Institut für Normung hier den Vorsitz. Und wir werden, wir verabschieden jetzt gerade den Comedy Draft und es wird Mitte 2010, Herbst 2010, eine ISO-Norm geben zum Thema Markenbewertung. Was daran so besonders ist, es gibt im Immobilienbereich bis heute keine globale Norm, wo sich alle dazu committen. Ja, im Immobilienbereich gibt es immer noch 4, 5 Systeme, bei uns eigene Regelung, gesetzliche Regelung in England, in Japan, in Amerika. Also das ist schon etwas ganz Besonderes, dass man sagt, hier in dem Bereich, der eigentlich erst relativ jung ist, gibt es schon eine globale Norm dann. Und in Österreich machen wir auch weiter, weil wir hier das, was in ISO passiert, noch zusätzlich detaillieren, auch in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe, mit dem Fachverband Werbung. Und wir ergänzen das gleich um auch eine Patentbewertung, weil hier hat das österreichische Patentamt angeregt, ob wir das nicht auch gleichzeitig machen können. Also es wird 2 Ö-Normen dann geben, so Mitte oder auch Herbst nächsten Jahres zum Thema Markenbewertung und Patentbewertung. Und die Markenbewertung wird sich hier darauf beziehen und das sogar noch vertiefen, ein bisschen praxisorientierter machen, weil die internationale doch sehr global ist und die österreichische wird das also auch für KMUs entsprechend verwendbar dann darstellen. Ja, jetzt noch zu dem Thema, wie geht denn das noch im Prozess? Also wir sehen das System Marke so, nicht? Also sie geben hier irgendwo was aus, ja? Sie investieren hier, da haben wir gleich die Kennzahlen, nicht? Was investieren wir denn? Werbung, PR, Sie haben Mitarbeiter, Sie haben Distribution, Vertrieb, also hier heißt Cash Allocation, hier geben wir was aus. Dann wirkt hier etwas bei Kunden, Multiplikatoren, wir haben schon gesagt, bei den Stakeholdern, das können wir auch messen. Das sind also Reichweite, Bekanntheit, Zufriedenheit, Loyalität, Vertrauen. Also diese Dinge werden hier gemessen, das kennen Sie sicher. Und dann kommt was zurück, das können wir auch messen, nämlich Wiederkaufraten, Preisprämien, Umsätze, EBITs und so weiter. Und da dazwischen sollte dann, also wird durch die Marke passiert hier etwas, das rechnen wir mal raus, diskontiert es und dann kommt man zu einem Markenwert, der ja wieder hier bei der Firma ist. Der Wettbewerbsvorteil liegt eindeutig in der Beschleunigung, das ist sehr technisch, ja, der Bewertungstechnik und Volatilität der Cashflows, okay. Und wo wirkt jetzt die Kreativität? Ne? Die Kreativität wirkt eigentlich überall. Ja? Wenn Sie hier kreativ sind, werden Sie hier weniger Aufwände haben. Also die Hälfte oder weniger. Wir haben wirklich Fälle, unglaublich mit dem Thema Brand Entertainment, wirklich gute Kommunikation, neue Medien zu nutzen, können Sie oft viel mehr Werbewerte erreichen, als wenn Sie heute das konventionell machen. Geht natürlich auch in einer gewissen Größe, nur wenn Sie dann größer sind, müssen Sie quasi schon Standard machen. Gibt aber doch immer wieder Abweichungen, das heißt, hier kann man weniger investieren, höhere Reichweiten, Loyalität, Vertrauen, wenn Sie an Online denken, also hier vielleicht auch eine stärkere Kundenbindung und das führt dann letztendlich natürlich auch zu besserer Bindung, Wiederkaufraten, Preisprämien, die der Kunde eher bereit ist zu bezahlen. Das heißt, Kreativität wirkt eigentlich durch alles durch. Im Wesentlichen kann man sagen, kann man sich hier was ersparen, also mit dem gleichen Budget. Entweder im gleichen Budget viel mehr erreichen, bis doppelte oder mehr, haben wirklich gesehen, manchmal ist es 10-fache sogar. Oder halt mit einem geringeren Budget den gleichen Ergebnis, aber das hat natürlich da schon noch einen Einfluss. Deswegen sagen wir bitte ganz wichtig bei einer Bewertung, die Verhaltenswissenschaft, das muss dort einfließen. Ja, das war ganz, ganz wesentlich auch in dieser ISO-Diskussion, nicht nur sich auf die finanziellen Dinge zu stützen. Und wie Galileo schon gesagt hat, miss alles, was sich messen lässt, mach alles messbar, was sich nicht messen lässt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kreativkongress, einen wertvollen vor allem. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Wenn Sie Fragen haben, der Herr Zankl und ich stehen gerne zur Verfügung. Und schöne Mittagspause. Dankeschön.